In der israelischen Großstadt Tel Aviv ist es am Dienstag in der dritten Nacht in Folge zu Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gekommen. Dabei ereigneten sich wiederholt Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Zudem wurde ein Feuer entzündet. Die Demonstranten fordern von Premierminister Netanyahu und seiner rechten Regierung einen Waffenstillstand mit der radikalen Palästinenserorganisation Hamas. Dabei geht es aber vor allem auch um eine Vereinbarung über die Rückkehr der von der Hamas im Oktober in Israel entführten Geiseln. Durch das Bekanntwerden des Todes von 6 weiteren entführten Personen kürzlich wurde eine erneute Welle des Protests gegen die israelische Regierung von Netanyahu ausgelöst. Unter anderem kam es zu einem Generalstreik und rund 500.000 Menschen gingen allein am Sonntag in Jerusalem und Tel Aviv auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren.